Natürlich waren die Augen auf ihn gerichtet. Franco Di Santo gemeinsam erstmals mit Anthony Uja in der Startformation gegen Hansa Rostock. Die angereisten Werder-Fans aber wollten natürlich auch einen Blick auf Werders Neuen, auf Felix Wiedwald werfen, der erstmals nach seiner Rückkehr aus Frankfurt von Beginn an ran durfte. Die gute alte Zeit von Hansa Rostock liegt schon ein bisschen zurück. 07, 08 in der Saison gastierte Werder das letzte Mal im Ostseestadion, siegte mit 2:1 durch ein Traumtor von Thorsten Frings. Er, Clemens Fritz, war auch schon damals mit dabei. Aktuell spielt Hansa Rostock in der dritten Liga, ist also ein Gegner von Werders U23 in der kommenden Spielzeit. Rein ins Spiel, die fünfte Minute, das Foul an Luca Zander. Bastian Dankert, der Unparteiische, entscheidet auf Freistoß. Korrekte Entscheidung beim Blick auf die Wiederholung. Und das ist eine Sache für Werders Nummer 37 im Durchgang 1. Yannick Sternberg. Der Ball zunächst abgeblockt, dann Cedric Macchiardi. Und das 1:0 für Werder Bremen in der fünften Minute. Ein Traumauftakt in dieses zweite Testspiel der Saisonvorbereitung 2015-2016. Bei diesem Schuss passte einfach alles Schuhen ohne Abwehrchance. Denn Macchiardi beim Schuss noch etwas verdeckt. Also 1:0 für Werder Bremen und die Grün-Weißen heute ganz in Weiß legten in den ersten Minuten furios los. Franco Di Santo, Zander auf Anthony Uja. Die beiden Stürmer erstmals im Zusammenspiel. 7 Minuten waren da absolviert. Erst Franco Di Santo und dann wird auch der Schuss von Anthony Uja abgeblockt. Dieses Spiel in Rostock ist ja der Abschluss des ersten Trainingslagers in Neuruppin und Werder hatte trotz der schweren Beine gute Möglichkeiten und gute Kombinationen. Der Ball kam von Oliver Hüsing. Clemens Fritz schaltete dann ganz schnell und schickte Anthony Uja. Also gute Gelegenheit, hier nochmal schön zu sehen. Und Franco Di Santo lässt dem Neuzugang aus Köln den Vortritt. Hansa Rostock ist bereits seit Mitte Juni in der Saisonvorbereitung. Kein Wunder, Ende Juli startet die Drittligasaison dann gegen Werder Bremen 2. Ausgerechnet hier im Ostseestadion. Und einer der Neuen hatte die Riesengelegenheit zum Ausgleich. Julius Perstaller. Perstaller kommt vom SV Ried zu Hansa Rostock. Und in der 30. Minute hatte er die dicke, dicke Möglichkeit zum Ausgleich. Der Fehler zuvor von Bargfrede quasi in den Lauf des Österreichers. Und Viktor Skripnik hätte hier beinahe den ersten Gegentreffer mit seiner Mannschaft in dieser Saisonvorbereitung hinnehmen müssen. Aber auch er merkte, Rostock wurde langsam besser. Und einer, der bislang beschäftigungslos blieb, der sollte in dieser Partie deutlich mehr zu tun bekommen, als ihm eigentlich lieb war. Das ist Christian Bickel. Und Felix Wiedwald muss sich erstmals auszeichnen und faltet seine Vorderleute zusammen, weil da zu viel Platz war für Christian Bickel, der es aus gut 20 Metern probiert und Wiedwald gerade so zur Ecke klären kann. Rostock merkte man die Frische gerade in den letzten Minuten der ersten Halbzeit deutlich an. Die nächste Gelegenheit, diesmal Freistoß durch Christian Bickel. Und dann kommt der Ball zu Dennis Erdmann. Wiedwald mit einer Riesenparade. Also allein dank Felix Wiedwald führte Werder hier noch mit 1:0 und Dennis Erdmann, Neuzugang von Dynamo Dresden, war da auch ein wenig überrascht, dass er den Ball so frei vor dem Tor bekommen hatte. 0:1, der Pausenstand, nicht alle waren so begeistert und konzentrierten sich lieber auf andere Dinge. Im zweiten Durchgang tauschte Viktor Skripnik ordentlich durch. Neuer Kapitän Asani Lukimia, ehemaliger Rostocker wie drei andere Werderaner auch. Felix Groß, Finn Bartels und Oliver Hüsing, der vergangene Saison für ein halbes Jahr auf Leihbasis an der Ostsee war. Die zweiten 45 Minuten begannen für Rostock deutlich besser als für Werder Bremen. Der Ball für Christian Bickel. Und der sucht Gottschling am zweiten Pfosten. Gottschling ebenfalls neu. Kommt vom VfB Oldenburg, also eigentlich vor den Toren Bremens zu Hause gewesen. Nur Felix Wiedwald durfte die kompletten 90 Minuten durchspielen. Gegen Neuruppin wurde er ja noch geschont. Ansonsten 10 andere Akteure auf dem Rasen als noch in der ersten Halbzeit. Werder längst nicht mehr so zwingend wie in den ersten 45 Minuten. Selten einmal solche Gelegenheiten wie hier. Luca Caldirola findet Melvin Lorenzen.
Viel mehr war aktuell nicht drin für das Team von Viktor Skripnik. Man merkte einfach, die Beine, die Belastung der vergangenen Tage war dann doch schon enorm. Mit zunehmender Spieldauer merkte Rostock aber, hier könnte was gehen gegen Werder Bremen. Perstaller und wieder Wiedwald. Da hatte Perstaller zu viel Platz, weil Luke Kimja da nicht nah genug am Gegenspieler dran war. Das Zuspiel kam erneut von Christian Bickel. Bis hierhin von Wiedwald eine tadellose Leistung. Und Carsten Baumann, der Trainer von Hansa Rostock, der war noch nicht ganz zufrieden. Es fehlte einfach das Tor. Immerhin, sein Team störte jetzt früh den Spielaufbau der Bremer. Und er spielte sich immer wieder super Möglichkeiten. So wie hier Christian Bickel. Doch anstatt auf Gottschling zu spielen, versuchte er es selbst. Da wusste er nur zu gut, dass er da hätte mehr draus machen können. Riesenchance erneut, diesmal durch Christian Bickel zum Ausgleich. Über eine Stunde gespielt im Ostseestadion, von Werder kaum noch etwas zu sehen. Stattdessen immer wieder Hansa Rostock. Pavlovic zunächst gegen Bickel, doch der Ball kommt postwendend zurück. Wieder in den Lauf von Christian Bickel. Der nimmt Jenicke mit und in der Mitte wartet Perstaller. Der Ausgleich durch Julius Perstaller in der 70. Minute. Ein Treffer, der sich angedeutet hatte, aber schön herausgespielt von Hansa Rostock und ein schöner Auftakt für ihn, für Julius Perstaller. Und auf einmal waren auch die Zuschauer wieder wach. 8000 waren gekommen, um diese Partie mitzuerleben. Bickel mit dem Freistoß. Dann kommt der Ball zu Gottschling, der mit dem Kopf. Und dann bekommt er die Gelegenheit noch einmal mit dem Fuß. Und Luke Kimja rettet auf der Latte für den bereits geschlagenen Felix Wiedwald. Mittlerweile hätte sich Werder wirklich nicht beschweren können, wenn Hansa Rostock hier in Führung gegangen wäre. Matthias Hennen hatte den Freistoß von Bickel noch hereingebracht und im zweiten Versuch scheitert Gottschling an Asani Lukimia. Ganz so sehr wollte Viktor Skripnik nicht auf das Ergebnis schauen. Vielmehr war ihm wichtig, wie die Mannschaft die Belastung der letzten Tage verkraften würde. Und sie hatten auch noch Möglichkeiten, wie hier Asani Lukimia nach dem Eckball von Levin Ajicek. Aber Marcel Schuhen im Tor der Rostocker hatte keine Mühe, diesen Ball festzuhalten. 10 Minuten waren noch zu spielen. Werner hatte jetzt wieder etwas mehr vom Spiel, die besseren Chancen aber hatte Rostock. Zunächst kein Foulspiel von Gruppe, sagt Bastian Dankert. Dann Özkan, Jenicke und dann schwertfähiger Wiedwald mit einer Riesenparade. Und Werders Nummer 42 beschwert sich bei Bastian Dankert, dass er zuvor das Foulspiel nicht gepfiffen hat. Für ihn wäre diese Chance überhaupt nicht entstanden, wenn der Unparteiische zunächst das Foul von Gruppe abgepfiffen hätte. Die Laola schwappte durchs Ostseestadion. Lange ist es her, dass die Zuschauer das erleben durften. Und Werder hatte noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Ajicek, ganz schwer vom Ball zu trennen. Levin Ajicek und Lorenzen mit dem Siegtreffer, dachten alle. Aber der Unparteiische hatte gesehen, dass der Ball zunächst im Aus war, vor der Hereingabe von Levin Ajicek. Und in der Wiederholung wird deutlich, dass es eine korrekte Entscheidung des Linienrichters war, auch wenn es ganz knapp war. Am Ende blieb es bei diesem 1:1 zwischen Hansa Rostock und Werder Bremen ein Ergebnis, mit dem beide eigentlich ganz zufrieden sein können. 2 Wochen Vorsprung in der Saisonvorbereitung sind schon eine ganze Menge Holz. Also insofern kann man auch bei Werder Bremen zufrieden sein mit diesem Spiel. Viktor Skripnik war in jedem Fall angetan von dem, was seine Mannschaft zuweilen gezeigt hatte. Es geht weiter im Trainingslager im Zillertal. Kommende Woche dann gegen 1860 München und den tschechischen Erstligisten Brünn. Beide Spiele können Sie dann auch hier bei Werder TV miterleben. Mein Dirk, 28 bin ich. Wenn wir 3 Punkte holen, wir schon übermorgen. Dass wir